Also, hallo zusammen, ich bin der David und ich werde heute mit euch zusammen die Hausübung 4 vorprogrammieren. In der Hausübung 4 gibt es zwei Abschnitte. Es gibt einmal einen algorithmischen Abschnitt zur Matrixoperation und dann gibt es einen zweiten, der sich mit Klassenhierarchien beschäftigt. Fangen wir erstmal mit der ersten Aufgabe an. Hier soll eine Matrixoperation implementiert werden. Und dazu möchte ich erstmal darauf eingehen, wie hier eine Matrix überhaupt beschrieben ist. Meine Matrix ist einfach eine Menge an Werten, die so angeordnet sind. Und diese Matrix in dem Fall hier ist m hoch und n breit. Und der erste Index, wir sagen immer für einen Wert hier, sagen wir, das ist a, i, j. Und der erste Index bestimmt quasi die Höhe und der zweite die Breite in der Matrix. Deshalb eignet es sich, die Matrix als zweidimensionalen Array darzustellen, wo der erste Index die Höhe darstellt und der zweite Index die Breite. Es ist also ein Array an Arrays, wo es mehrere Arrays für jede Höhe gibt. So kann man sich das am besten vorstellen. So, wenn man sich das jetzt hier anguckt, die Matrixoperation, die implementiert werden soll, ist, es soll eine Matrix derselben Größe wieder zurückgegeben werden, wo jeder Wert in dieser neuen Matrix diese Gleichung hier erfüllt. Das kann man sich am besten visuell angucken durch diese Grafik hier. Wie man sieht, es werden immer für jeden Wert in quasi so einer Plusform alle anderen Werte multipliziert der Originalmatrix und dann das Ergebnis, also das Produkt, hier in die Mitte, an dieser Stelle in der neuen Matrix geschrieben. Das machen wir eben für alle in diesem Fall neuen Werte oder im grundsätzlichen Fall alle n mal m Werte. Für die Übung soll eine Klasse Matrix Operation erstellt werden. Die habe ich hier schon erstellt. Ich benutze Visual Studio Code als meinen Editor. Ihr könnt aber natürlich Eclipse oder alles andere benutzen. Das ist bei dieser Übung nicht so relevant. Also fangen wir mal direkt an mit der ersten Methode. Damit wir diese Methode direkt aufrufen können, ohne Matrix Operation instanziieren zu müssen mit new, machen wir diese Methode static. Also wir sagen public static. So, jetzt ist die Frage, was für ein Return-Type wollen wir haben? Wir wollen eine Matrix zurückgeben, also machen wir int array array. Die Methode selbst heißt Matrix Cross Operation und sie nimmt als Parameter eine Matrix, die in dem Fall K heißt. So, jetzt beschwert er sich hier, weil wir eben noch keine Matrix zurückgeben. Dann können wir diese neue Matrix ja direkt erstellen. Die heißt in dem Blatt L, also sagen wir einfach wieder int array array. L ist gleich new int. Und jetzt müssen wir eben ja die Dimension des Arrays angeben. Dafür müssen wir diese erstmal bestimmen. Wir wissen, dass das Array als erster Index quasi die Höhe kriegt. Deshalb sagen wir, int height ist einfach k.length. Wenn wir jetzt die Breite herausfinden wollen, dann ist das ja die Länge einer dieser Arrays hier an der zweiten Stelle. Dann können wir uns einfach sagen, ja, wir wissen, die sind alle gleich lang, also nehmen wir einfach zum Beispiel den Nullten und nehmen davon die Länge. So, jetzt haben wir die Höhe und die Breite bestimmt und jetzt können wir einfach eine neue Matrix mit denselben Dimensionen genau so bestimmen. Wir können diese auch direkt zurückgeben, damit wir keine Warnung mehr kriegen. So. Würden wir jetzt nichts mehr ändern, würde diese Methode eine Matrix zurückgeben, wo jeder Wert den Wert 0 hat. So, nun wollen wir diese Matrix natürlich befüllen. Dafür müssen wir erstmal über jeden Wert der Matrix iterieren. Das können wir machen, indem wir zwei Vorschleifen schachteln. Also brauchen wir erstmal die äußere Vorschleife. Sagen wir, nennen wir die Variable i, passend zur Formel. Wir fangen bei 0 an, gehen gerade bis zur Höhe und hören dann da auf. Dann machen wir jetzt noch die zweite für die Breite. Die nennen wir j und gehen bis zur Breite. So, und jetzt alles, was wir hier drin schreiben, können wir sagen i, l, i, j und können dann jeder Stelle in dieser neuen Matrix einen Wert zuweisen. Sagen wir mal zum Beispiel 5 beispielsweise. Und dann würde hier eine Matrix zurückgegeben werden, wo jeder Wert 5 ist. Aber das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen diesen Wert hier zuweisen. Und weil sich das für später eignet, werden wir direkt eine neue Methode erstellen, die den Wert in der Matrix K an der Stelle IJ abruft. Nennen wir das einfach mal
Also es gibt ein int zurück und wir nennen das einfach mal get value at position. So, als Parameter braucht sie erstmal eine Matrix. Und dann natürlich die Position, wo wir es abrufen wollen. Wir nennen sie einfach mal int i und int j. Jetzt halten wir diese Methode erstmal simpel und geben einfach direkt den Wert an dieser Stelle zurück. So, dann sehen wir hier, wir fangen an mit k, i, j. Also schreiben wir hier statt der 5 hin, get value at position, k, i, j. So, dann multiplizieren wir das mit k, i minus 1, j. Dann machen wir mal, ich gehe jetzt mal eine Zeile runter, damit es übersichtlich bleibt, wir nehmen uns den, sagen k, i minus 1, j. Dann der nächste Wert ist k, i, j minus 1. Also k, i, j minus 1. Der nächste Wert ist k, i plus 1, j. Einfach mal hier k, i plus 1, j. Und dann nochmal i, j plus 1. Also i, j plus 1. So, dann wären wir schon fertig mit dem Ausdrücken dieser Formel. Und diese Methode funktioniert auch schon korrekt für alle inneren Werte in der Matrix, also nicht für die Werte, die außen sind. Jedoch, wie hier unten angegeben, haben wir ein Problem, wenn wir beispielsweise diese Berechnung für den Wert hier oben machen wollen, weil dann reicht ja dieses Plus außerhalb der Matrix raus. Für diesen Fall ist hier unten beschrieben, dass, falls unser i nicht mehr in der Höhe liegt, also wir quasi oben oder unten zu weit drüber sind, dass wir die Zahl minus 2 zurückgeben sollen. Und falls wir links oder rechts zu weit drüber sind, sollen wir die Zahl 3 ausgeben. Diesen Fall können wir direkt hier unten in unserer Methode prüfen. Wir sagen, okay, falls unser i, wie beschreiben wir jetzt am besten, falls unser i nicht mehr in der Matrix ist? Also entweder ist unser i kleiner 0, dann ist es auf jeden Fall nicht in der Matrix, oder unser i ist größer gleich als die Höhe der Matrix. Also sagen wir i größer gleich und dann m.length, weil das ja die Höhe der Matrix ist, wie wir es hier oben schon hatten. Wir machen hier größer gleich, weil der höchste i-Wert ist ja quasi m.length minus 1. Das heißt, wenn wir schon gleich sind, dann sind wir schon außerhalb der Matrix. So, in diesem Fall geben wir einfach minus 2 zurück. Jetzt machen wir dasselbe nochmal hier, aber für j. Also falls die Breite zu weit links ist, das ist dieser erste Fall, oder falls wir zu weit rechts sind, und jetzt brauchen wir wieder die Breite, die können wir analog zu oben genau so ausdrücken. Und in dem Fall geben wir einfach 3 zurück. So, und damit funktioniert die Methode eigentlich auch schon fast komplett. Es fehlen nur noch ein paar kleine Dinge. Beispielsweise könnte k ja 0 sein, also null. Falls das der Fall ist, geben wir einfach null zurück. Oder wie sollen wir denn hier eine Matrix erstellen, wenn wir gar keine übergeben haben? Dann kann sein, dass wir eine Matrix kriegen, die 0 hoch ist. In dem Fall können wir ja nichts ändern, weil wir keine Felder haben. Also sagen wir einfach height equals 0, geben wir einfach k zurück. Dann kann auch sein, dass unsere Matrix 0 breit ist. In dem Fall machen wir einfach dasselbe. Falls die Breite 0 ist, geben wir auch k zurück. Genau, und damit wären wir schon fertig mit dem ersten Teil der Hausübung. So, in der zweiten Aufgabe sollen wir eine Pizzeria in Darmstadt modulieren, die eben modular aufgebaut ist. Modular heißt, es gibt verschiedene Zutatenfabriken, die eben unterschiedliche Zutaten produzieren, wie beispielsweise hier eine industrielle Fabrik, die eben einen dicken Teig und eine scharfe Soße produziert. Und wir sollen nun eine Pizzeria so produzieren, dass man quasi so Plug-and-Play diese Fabriken benutzen kann, ohne den Code stark verändern zu müssen. Heißt also, falls es in der Zukunft eine neue Fabrik gibt, dass nicht viele Änderungen nötig sind. Dafür ist hier unten so ein bisschen der Relationsgraph, sage ich mal, beschrieben. Das ist ein UML-Diagramm, das heißt Unified Markup Language, ich glaube. Und diese Pfeile hier sind quasi als Extents oder Implements zu verstehen. Also wir sehen hier scharfe Soße, Implements, Soße. Oder dicker Teig, Implements, Teig. Diese nicht geschlossenen Pfeile hier
heißen einfach verwendet. Also wir sehen hier, die industrielle Zutatenfabrik verwendet den dicken Teig und die scharfe Soße und vegane Zutatenfabrik das hier. Genau. In dem ersten Schritt der Umsetzung sollen wir erstmal ein paar Klassen erstellen. Eben die drei Klassen für Teig und die drei Klassen für Soße. Da habe ich schon die Klassen erstellt. Also dicker Teig, dünner Teig und glutenfreier Teig. Und die sollen alle eben Teig implementieren. Also sagen wir Implements Teig. Bei allen dreien. Dann sollen wir dasselbe noch für Soßen machen. Scharfe Soße für Tomatensoße. Und die implementieren jetzt Soße. Implements. Genau. Nun sollen wir der Klasse Darmstädter Pizzeria, die wir hier haben, wir sollen diese Methode Erstelle Pizza ausbauen. Und wie wir sehen, bekommt die ein Parameter übergeben, und zwar die Zutatenfabrik. So, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie Pizza erstellt wird. Eine Pizza im Konstruktor, den wir hier sehen, bekommt einen Teig und die Soße übergeben. Da wir wissen, dass der Teig und die Soße eben von der Fabrik abhängen sollen, braucht die Fabrik gewisse Methoden, um eben diese Soße oder diesen Teig zu kriegen. Gucken wir uns jetzt mal die Fabrik an. Wir sehen, das ist ein Interface, also das ist abstrakt. Und hier fehlen jetzt Methoden. Wir brauchen jetzt beispielsweise eine Methode, mit der wir den Teig kriegen. Nehmen wir das auch einfach mal public teig get teig. So. So, jetzt wird hier viel rot. Das liegt daran, dass diese Klassen eben Pizza-Zutatenfabrik implementieren, aber noch nicht keine Methode get teig haben. Jetzt brauchen wir noch eine zweite GetSoße. Und jetzt können wir hier schon unsere Pizza besser beschreiben. Also wir wollen von der Fabrik erstmal einen Teig haben. Also sagen wir Teig, Teig ist PizzaZutatenfabrik.getTeig. So erstellt uns quasi die Zutatenfabrik hier einen Teig für unsere Pizza. Dasselbe machen wir noch für die Soße. Und so erstellt uns. Oh. Ups, das muss Type Soße sein. So, sorry dafür. So, jetzt haben wir Teig und Soße von unserer Fabrik geholt. Wir wissen noch nicht, also das hier sind nicht implementierte Methoden. Wir wissen nur, dass es auf der Zutatenfabrik diese Methode gibt und dass diese uns einen Teig zurückgibt. Wir wissen jetzt nicht genau, wie er das tut. Das werden wir später hier noch konkret tun. Aber wir wissen, dass er es tut. Jetzt haben wir Teig und Soße, jetzt wollen wir eine Pizza haben. Also sagen wir einfach Pizza, Pizza ist gleich New Pizza. Und was braucht die Pizza? Die Pizza braucht einen Teig und eine Soße. Jetzt beschwert er sich ja hier, wir benutzen die Pizza nicht. Wir wollen die Pizza einfach zurückgeben. Also Return Pizza. Jetzt ist es an der Zeit, konkret unsere Fabriken zu implementieren. Fangen wir mal bei der hier an. So, hier steht, uns fehlt GetTeig und GetSoße. Dann schreiben wir einmal hin, Teig, public Teig get Teig. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Und welchen Teig brauchen wir? Ja, wir sehen das ja hier in diesem Diagramm, wir wollen den dicken Teig. Also sagen wir einfach, return new dicker Teig. Dann wollen wir dasselbe noch für die Soße haben. Hier brauchen wir eine scharfe Soße. Genau, dann eine hochwertige Zutatenfabrik, public. Ich kann auch kurz anmerken, wenn wir das hier nicht public machen, dann beschwert er sich, und das liegt daran, dass in unserem Interface alle Methoden public sind, also im Interface kann alles nur public sein, aber das hier ist package protected, wenn wir unser Keyword weglassen. Also wir könnten hier auch private oder protected dahin schreiben. Wenn wir nichts hinschreiben, heißt das, nur aus dem eigenen Package sichtbar. Aber das stimmt ja nicht mit dem Interface überein, also müssen wir Public hinschreiben. So. Die hochwertige Zutatenfabrik, kann ich ja mal gerade gucken, was die braucht.
die braucht den dünnen Teig, also Public Teig, geteilt. Jetzt gibt dieser einen dünnen Teig zurück. Jetzt brauchen wir noch die Soße. Die hat eine hausgemachte Soße. Jetzt fehlt nur noch die hier. Die benutzt einen glutenfreien Teig. Sagen wir Public Teig. Teig. Haben wir den. Und jetzt fehlt uns noch die Soße. Und hier haben wir die Bio-Tomatensoße. So, jetzt haben wir alle drei implementiert und Java beschwert sich nicht mehr. So, in dem zweiten Teil der Aufgabe wird jetzt die Verwendung von Darmstädter Pizzeria als Klasse näher beschrieben. Hier steht, dass es am besten für den Benutzer ist, wenn er eben keine Instanz dieser Klasse erstellen muss, um Erstelle Pizza aufzurufen. Was das heißt, ist, dass wir keine Objektmethode, sondern eine Klassenmethode brauchen. Das heißt, wir müssen diese Methode hier static machen. Jetzt kann man von außen Erstelle Pizza aufrufen, direkt auf Darmstädter Pizzeria, ohne erstmal New Darmstädter Pizzeria machen zu müssen. Das stimmt nicht ganz, weil von außen hat man noch keinen Zugriff auf diese Klasse, weil diese Klasse momentan noch Package Private ist. Weil hier noch kein Visibility Modifier davor steht, müssen wir eben Public schreiben, damit es von außen sichtbar wird. Die anderen Klassen, wie zum Beispiel die Fabriken, die sollen alle Package Private sein, weil der Benutzer von außen keinen Zugriff darauf haben soll. Hier stimmt's schon. Bei dem Teig steht gerade Public davor, also muss ich das für alle einzelnen löschen. Und ich denke auch für die Soße, genau. Bitte. Gut. Jetzt muss man sich bewusst sein, dass wenn man von außen eine Pizza erstellt, dass man auch Zugriff auf die Klasse Pizza braucht, weil man ja sonst die Pizza nicht weiter verwenden kann. Heißt es, dass unsere Klasse Pizza auch public sein muss. Also haben wir Pizza als public und die Pizzeria selbst ist public. Dann als letzte Eigenschaft war noch gewünscht, dass keine Zutatenfabrik von außen erstellt werden muss. Dafür könnten wir als Lösung sagen, dass diese drei Konstanten, die hier oben stehen, also wir werden es Konstanten machen, dass diese quasi schon erstellte Fabriken sind, die man dann von außen hier in diese Methode übergeben kann. Ich sage Konstante, weil das hier ist komplett groß geschrieben und das ist meistens so bei Identifiers, dass man sie groß schreibt, um zu sagen, ja, das ist eine Konstante, sie verändert sich nicht mehr. So, da wir es von außen... Oh, eine Sache habe ich vergessen, diese Methode soll ja von außen sichtbar sein, deshalb machen wir sie auch public. Diese drei Werte hier oben sollen ebenfalls von außen sichtbar sein, also machen wir alle public. Und dann sollen sie halt auch alle static sein und alle final sein. Damit wir sie von außen, also erstmal final, weil sie Konstanten sind, und static, damit man sie zugreifen kann auf sie, ohne eine Pizzeria erstellen zu müssen. Jetzt beschwert er sich hier, weil wir diese Konstanten noch nicht initialisiert haben. Dann machen wir das einfach. Sagen new hochwertige Zutatenfabrik, new industrielle. Oh. Hier, Zutatenfabrik, new vegane Zutatenfabrik. Genau, also das würde von außen ungefähr so aussehen, wenn man eine Pizza haben will. Ich schreibe es jetzt einfach mal hier hin. Wir sagen Pizza P ist gleich und dann eben die Klasse einfach, Punkt, erstelle Pizza. Und weil wir keine Fabrik erstellen können, übergeben wir eine fertig erstellte Fabrik, sagen wir einfach das, Punkt hochwertige Zutatenfabrik. Genau, und so würde hier eben eine Pizza zurückgegeben werden und wir mussten nie eine Instanz von Darmstädter Pizzeria erstellen. Der ganze Sinn hiervon ist, dass man einerseits angriffssicherer ist im Package, das ist jetzt bei diesem Fall natürlich nicht relevant, aber bei größeren und wichtigen Projekten schon, und dass das Package von außen auch einfach schöner aussieht. Man will von außen ja nicht die ganzen Details über die Implementierung wissen müssen, um das Package zu benutzen. So, in dem dritten Teil der Aufgabe
wird jetzt darauf hingewiesen, dass wir den Käse vergessen haben. Also müssen wir jetzt analog zu dem Teig und der Soße erstmal Klassen für die verschiedenen Käsearten, die wir hier sehen, erstellen. Die Klasse Käse gibt es schon, also das Interface Käse. Und die drei Klassen habe ich hier schon erstellt. Wieder darauf geachtet, dass die nicht public sind, sondern nur Package Private. Und jetzt schreiben wir wieder Implements Käse. Käse. Implements Käse. Und Implements Käse dahinter. Jetzt müssen wir unsere Fabriken irgendwie so erweitern, dass sie auch Käse produzieren können. Also gehen wir wieder in unsere abstrakte Fabrik rein hier. Und jetzt brauchen wir eine neue Methode, die so aussieht wie die davor, nur mit Käse. GetKäse. Jetzt beschwert er sich hier wieder. Kein Problem. Lösen wir das einfach. Hier brauchen wir eine Methode, die Käse produziert. Und zwar den hochwertigen Käse, weil hochwertige Zutatenfabrik. Dann produzieren wir hier den industriellen Käse und schließlich hier den veganen Käse. Jetzt beschwert er sich auch nicht mehr. Jetzt müssen wir natürlich in unserer Pizzeria diesen Käse auch benutzen. Also sagen wir einfach hier, wo wir Teig und Soße kriegen, dass wir auch Käse brauchen. Käse. Jetzt haben wir hier den Käse übergeben. Jetzt wollen wir den auch auf die Pizza haben, also schreiben wir das. Jetzt beschwert er sich hier, weil unsere Pizza momentan im Konstruktor ja nur Teig und Soße akzeptiert. Also müssen wir unsere Klasse Pizza selbst modifizieren und sagen, oh, okay, sie will auch Käse haben. Also übergeben wir den Käse und sagen, ja, set Käse, Käse. Hier fehlt der Käse jetzt, also die Methode set Käse. Ich kann dieses Wort echt nicht schreiben, ne? Und hier wollen wir sagen, this.Käse ist Käse. Jetzt haben wir hier kein Attribut Käse hier. Also einfach Käse. Käse. So, jetzt haben wir unsere Pizza erweitert. Unsere Pizza hat jetzt drei Attribute anstatt von zwei. Und zwar mit Käse. Im Konstruktor gibt es jetzt Käse und wir haben eine Methode, mit der wir den Käse setzen können. Und setzen und benutzen das alles hier in dem Konstruktor von Pizza. In dem zweiten Teil dieser letzten Aufgabe sollen wir noch eine Methode hinzufügen, mit der wir eine Zutat einer existierenden Pizza ersetzen können, durch eine Zutat aus einer anderen Fabrik kommend. Also wir haben hier die Methode ersetze Zutat und diese kriegt eine Pizza, die wir modifizieren wollen. Die Zutatenfabrik, die diese neue Zutat erstellt und eben ein String, der die Zutat beschreibt. So. Jetzt zunächst wollen wir diese Methode ja von außen benutzen können, also muss hier auch public static sein. Jetzt wollen wir den String Zutat prüfen und gucken, basierend auf dem, was der ist, erstellen wir eine neue Zutat durch diese Fabrik. So, der String selbst kann entweder Teig, Soße oder Käse sein. Also testen wir das und bei solchen Fällen kann man Ifs benutzen, aber das ist ein schöner Fall für einen Switch Case. Also sagen wir Switch Zutat und der erste Case ist Teig. Und hier sagen wir, brauchen wir erst. So, und jetzt brauchen wir hier erstmal einen neuen Teig. Also sagen wir Teig, neuer Teig ist gleich. Und den holen wir uns eben von der übergebenen Fabrik hier. GetTeig. Und jetzt setzen wir bei der Pizza diesen Teig. Pizza, setTeig, neuer Teig. Jetzt haben wir die Pizza modifiziert. So. Bevor ich ein weiteres Case hinzufüge, würde ich noch das hier tun. Ich tue das in einen Block und schreibe danach einen Break hin. Das liegt daran, dass Switch Cases so funktionieren, dass sobald der erste Case getroffen wird, alle anderen Cases danach automatisch ausführen.
Und das wollen wir ja nicht, weil wir wollen ja immer nur einen Case ausführen. Deshalb sagen wir hier Break. Wir könnten natürlich auch einfach hier Break hinschreiben, aber mit diesem Block finde ich es übersichtlicher. Jetzt der zweite Cake. Soße. Schreiben wir erstmal diesen Wrapper hier drum. Und hier haben wir genau dasselbe. Also Soße, neue Soße. Oh. Jetzt haben wir hier eine neue Soße erstellt. Jetzt noch den dritten Case. Käse. Jetzt haben wir hier einen neuen Käse erstellt. Einen Default Case brauchen wir hier nicht in diesem Switch Case, weil wir wissen, dass Zutat ja entweder nur eins von diesen dreien sein kann. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Pizza returnen. Also tun wir das. Genau. Genau, und das beendet eigentlich auch schon diese Aufgabe. Also wir können jetzt nochmal zusammengefasst hier über Darmstädter Pizzeria von außen, ohne etwas initialisieren zu müssen, können wir die Methode erstelle Pizza aufrufen. Diese ist so geschrieben, dass sie eben nicht von der Fabrik genau abhängt, sondern einfach grundsätzlich mit jeder Fabrik funktioniert. Jede Fabrik erstellt ihren eigenen Teig, ihre eigene Soße oder ihren eigenen Käse. Und hier erstellen wir eine neue Pizza. Falls wir jetzt eine Zutat ändern wollen, dann benutzen wir diese Methode, wo hier bei der Pizza und der Pizza-Zutaten-Fabrik die neue Zutat erstellt wird und hier durch dieses Switch-Case über Zutat der neuen Pizza zugewiesen wird. So, das war's auch schon mit der ganzen Hausübung H4. Ich hoffe, dass ihr was dabei gelernt habt.